Rezept der Woche. Truthahn mit Whisky. Man kaufe einen Truthahn von 5 Kilogramm und eine Flasche Whisky. Dazu Salz, Pfeffer, Olivenöl und Speckstreifen. Den Truthahn salzen, pfeffern, mit Speckstreifen belegen, schnüren und etwas Olivenöl hinzugeben. Den Ofen auf 200 Grad einstellen. Dann ein Glas Whisky auf gutes Gelingen trinken. Anschließend den Truthahn auf einem Backblech in den Ofen schieben. Nun schenke man sich 2 schnelle Glas Whisky ein und trinke nochmals auf gutes Gelingen. Nach 20 Minuten den Thermostat auf 250 Grad stellen, damit es ordentlich brummt. Danach schenkt man sich 3 Whisky ein. Nach einer halben Stunde öffnen, wenden und den Braten überwachen. Die Whiskyflasche ergreifen und sich 1 hinter die Binde kippen. Nach einer weiteren albernen Stunde langsam bis zum Ofen hinschlendern und die Trute rumwenden. Darauf achten, sich nicht die Hand zu verbrennen an der scheiß Ofentür. Sich weitere 5 oder 7 Whisky in dem Glas und dann und so. Die Trute während 3 Stunden, ist auch egal, weiter braten und alle 10 Minuten pinkeln. Wenn irgendwie möglich zum Dreitun hinkriechen und den Ofen einfach ziehen. Noch einmal einen Schluck genehmigen und anschließend wieder versuchen, das Bier rauszukriechen. Den verdammten Vogel vom Boden auflegen und auf einer Platte hinrichten. Aufpassen, dass sie nicht ausrutschen auf den scheiß fettigen Kienbullen. Wenn sie es trotzdem nicht vermeiden, versuchen, wieder aufzustehen und das scheiß zu sein, ist scheißegal. Ein wenig schlafen. Am nächsten Tag den Truthahn mit Mayonnaise und Aspirin kalt essen. Viel Spaß beim Nachkochen!